Die Nummer 9, Marie Frick für den Schweriner SC. Leider auch ins Netz. Punkt für Hamburg, 23-16. Und Kathi Ratzeweit schlägt auf für Hamburg. Und auch der geht ins Aus. Viele, wie gesagt, auch Angabefehler auf beiden Seiten. Und das heißt Satzball Nummer 2 für Schwerin. 24-16. Und Lisa Thomsen geht um Vendula Adlerova, kommt zurück. Und aufschlagen zum Satzgewinn wird Mirja Topic. Hamburgerinnen können nur rüberspielen und die Chance für Schwerin, für Patricia Thormann, nutzt ihn. Ersten Satzball und der Schweriner C führt nach Sätzen 2-0. Der erste Satz 25-19, der zweite geht mit 25-16 ebenfalls an Schwerin. Und den dritten Satz eröffnet wieder der Schweriner SC mit dem Aufschlag durch die Nummer 10. Nationalspielerin Denise Hanke. Und da ist der Punkt. Der erste Punkt ist eingefahren im dritten Satz durch die Nummer 7, Patricia Thormann. 1-0 der Spielstand. Und erneut Denise Hanke am Aufschlag. Der geht leider ins Netz. Ausgleich 1-1. Und für Hamburg schlägt auf die Nummer 8 Kathi Ratzeweit. Und erneut Punkt für den Schweriner SC durch Patricia Thormann. 2-1. In der laufenden Saison trafen beide Teams bereits zweimal aufeinander. Einmal im Sommer hier im Ligapokal gewann Schwerin 3-0. Und im Hinspiel in Hamburg an der Süderelbe gewann Schwerin zum Auftakt der Saison mit 3-1. Hier steht es aktuell nach Sätzen 2-0 für Schwerin und im dritten Satz 2-1. Und in dem Moment 3-1 für Schwerin. Unstimmigkeiten bei den Hamburger Spielerinnen. Aufschlag Schwerin, Mirja Topic. Annahme de Souza. Punkt für Hamburg. 3-2. Aufschlagen wird für Hamburg die Nummer 11, Carmen Kotschar. Technischer Fehler auf Seiten Schwerins, Punkt für Hamburg 3-3. Und die
Hamburgerin. Erneut mit einem Punkt 3-4 erzielt durch die Nummer 15, Therese Catherine McNett. Und nächster Aufschlag Carmen Kotscher für Hamburg. Annahme Topic. Gestellt für Saskia Ratzeweit und Punkt für Hamburg. Diesmal mit Übersicht die Lücke in Schweriner Feld gesehen. 3-5. Und die Hamburger bitten natürlich weiter ihre Chance, hier doch einen Satz den Schwerinern hier abzunehmen. Nächste Aufgabe, Carmen Kotscher. Um vom Block der Schwerinerin ins eigene Feld. Erneut Punkt Hamburg. 3-6 und Auszeit durch Tore Alexandersen. Und Tore ist ein bisschen erbost, so wie es aussieht. Ihn stört wahrscheinlich dieses Sprechen miteinander der Spielerinnen im Feld nicht so sehr. Aber wir haben das in den vorangegangenen Spielen auch öfter mal beobachtet. Der Schweriner SC nimmt sich gerne mal so ihre Auszeit im negativen Sinne. Das heißt, sie sind nicht voll im Bilde, aber sie fangen sich doch dann relativ schnell und haben das hier zu Hause meistens doch auch dann souverän nach Hause gebracht. Nächste Angabe, Carmen Kotscher für Hamburg. Und der Ball von Paddy Thormann ins Aus. Erneut Punkt Hamburg, 3-7. Das ist schon eine kleine Aufschlagsserie jetzt von Carmen Kotscher. Vom 3-3 zum 3-7. Immer wieder auf die 4 Mega Topic. Gute Annahme. Und jetzt ist der Punkt da für Schwerin. Den können die Hamburgerinnen nicht kontrollieren. 4-7 durch Patricia Thormann. Und aufschlagen wird Nadja Schaus. Und erneut Glück bei der Angabe für Nadja Schaus, die jetzt Netz rollt, aber alles gut gegangen. Und verbissen kämpfen beide Teams um jeden Ball, doch den konnten die Schweriner nicht mehr holen. Punkt für Hamburg, 4-8. Zur ersten technischen Auszeit in Satz 3. So, danke natürlich für Sie. Ein wichtiger Meckerist. Deutscher Volleyball-Pokal in Halle-Westfalen am 6. März in der Gerlinger-Arena, Gerlinger-Stadion. Und da wird das deutsche Pokalfinale ausgespielt. Suhl gegen Stuttgart. Und dann anschließend um 15 Uhr das Gerlinger-Arena bei Bergen gewinnt. 6. März, 13 Uhr. Suhl gegen Stuttgart. Zur ersten technischen Auszeit, Spielstand 4-8 und der Hallensprecher weist hier auf das nächste Event Deutschlands hin, das Pokalfinale am 6. März in Halle-Westfalen zwischen den Damen des VfB Suhl und den Smart Allianz Stuttgart, die Damen aus der Mercedes-Stadt. Aber hier geht es heute um Bundesliga-Punkte, Satz 3, 2-0 Satzführung für Schwerin, im dritten steht es 4-8 aus Sicht von Schwerin. Aufschlag Hamburg durch die Nummer 16, Saskia Ratzeweit. Und Punkt für Schwerin in den Block der Hamburgerin, der dann ins Ausgeht durch Adlerowa
5:8. Und für Schwerin steht auf Patricia Thormann. Annahme rein zu weit. Technischer Fehler ins Netz gegriffen, Schwerins. Punkt für Hamburg 5:9. Und Imke Wedekind schlägt auf für VT Arubis Hamburg. Annahme Topic, gestellt von Hanke. Vom. Punkt für Hamburg. Nein, Punkt. Oberschiedsrichter zeigt an, Punkt für Schwerin. Es waren hier einige Unstimmigkeiten, jetzt steht es 6:9 und Aufschlag Schwerin, Vendula Adlerova. Aber die Hamburgerinnen lassen sich nicht beirren, holen den Punkt zurück, 6:10. Und er schlägt auf die Nummer 15, Therese Catherine McNett für Hamburg. Annahme Adlerova, gestellt von Hanke. Brandt ist da und die Hamburgerinnen passen auf. De Souza mit dem Ball über Netz. Und es gibt Punkt für Schwerin. Die Hamburgerinnen protestieren. 7:10. Und für den Aufschlag kommt jetzt Anja Brandt. Auszeit durch Seelens, dem Trainer von VT Arubis Hamburg. Und der Hallensprecher fordert nochmal die Fans auf, hier alles zu geben für den SSC bzw. die Hamburger natürlich für ihre Mannschaft von der Elbe. Spielstand steht im dritten Satz 7:10 und Schwerin schlägt auf mit Anja Brandt. Vom Block Schwerin enteigene Feld, Punkt für Hamburg 7:12. Und Lucinda Sousa schlägt auf für Hamburg.